Ja, Hallo, willkommen zu einem neuen Video der Java Pro. Ähm, heute mit Christian Seifert. Äh, ja, hi Christian, schön, dass du Zeit für uns hast und genau. dass wir kurz äh, über deine Talks bei der JCon sprechen können. Äh, vielleicht stellst du dich am besten kurz selber mal vor. Genau, ja. Ähm, Christian Seifert ist mein Name. Bin jetzt seit, äh, ja, um Gott, fast 20 Jahren im Softwareentwicklungsbereich unterwegs, so von kleinen Projekten, großen Projekten, äh, gute Projekte, schlechte Projekte, äh, vieles gesehen. Und äh, ja, da kommen dann auch so die, die Talk-Ideen her. Das Ziel ist immer so ein bisschen das, was man selbst erlebt hat, dann äh, hoffentlich auch an jemand anders mal weitergeben zu können. Ja, schön, cool. Ja, du bist... Ähm vom, äh, von dem, was du machst, ähm, äh, was ist das genau? Welche Rolle hast du da in, äh, bei euch im Unternehmen? Gott, äh, eigentlich ganz viele Rollen. Also, so der, der offizielle Titel ist Senior System Architect, das heißt, so ein bisschen auf unsere System- und Service-Landschaft drauf zu gucken. Ähm, aber äh, im Grunde genommen mache ich so von der wirklich noch Hands-on-Entwicklung, das heißt, ein. Tatsächlich Feature mitzuliefern, bis so ein bisschen Projektmanagement zu gucken, dass alles glatt läuft, äh, ein bisschen Mentoring und Consulting für die Kollegen, ähm, ein relativ breites Spektrum, was ich da abdecke. Ja, du hast auch geschrieben äh, in, in deiner in deiner Bio steht, äh, du bist fasziniert von der Arbeit so mit Maschinen. Äh, heißt das so Internet of Things oder Machine Learning oder was fasziniert dich da? Ja, gar nicht, also gar nicht mal so die, die, die aktuellen Buzzwords, sondern wirklich eher so, dass äh, okay, es gibt ein, ein technologisches Gerät, was es mir erlaubt, Dinge zu tun und äh, ja. zu entwickeln. Ah, okay, cool. Und äh, du äh, Liebst es auch, mit anderen Entwicklern zu arbeiten, die zu unterstützen und das Potenzial von Entwicklern voll auszureizen, habe ich da gelesen. Genau, das ist so ähm, ja. ein bisschen ungewöhnlich. Also ich habe ja auch geschrieben, so, ich, bin, ich bin ja eigentlich Entwickler geworden, um mit Maschinen zu tun zu haben. Mhm. Ähm, aber dann ist halt so einer der, der großen... Entdeckungen, die man auf dem Weg macht, ist so, mit Maschinen zu arbeiten, ist ja eigentlich nur ein Teil des Ganzen. So, sondern es sind halt dann wirklich auch die Menschen mit dabei, ob das jetzt Kollegen sind, ob das Kunden sind, ob das irgendwelche anderen Beteiligten sind, ähm, wo dann ja auch so mein, mein Talk ein bisschen herkommt. Äh, das sieht man anfangs gar nicht, ja. So, der das Klischee, was man ja immer so vor sich hat, ist der Entwickler sitzt zu Hause im Keller bei dunklem Licht und ist da ganz alleine vor sich hin. Äh, am, am Programmieren, aber mein, faktisch wissen wir, glaube ich, alle, dass das in der Realität dann doch ganz anders aussieht. Also, man hat ja, mindestens, auch, mindestens so viel mit Menschen wie mit Maschinen zu tun. Müsstest du auch so einen langen Bart haben, Cola <laughs> trinken und Chips essen, oder? Ja, genau, <laughs> genau ist so Das ist Klischee. Äh, genau. ja. Ähm, ja, lass uns vielleicht äh, kurz zu besprechen. Wie war die check in für dich? Ähm, ungewohnt. Ne? Also, so der, der, das Typische, was man halt hat, ist und was ja eigentlich auch schön ist, gerade wenn man irgendwo so selbst einen Vortrag hält, ist so, das, das direkte Feedback von den Leuten zu kriegen, äh, ob das jetzt ist so, so, der runzelt die Stirn, der findet das, mhm. das gut, ähm, aber letzten Endes trotzdem interessant, so, also die, die, die Themen, die da waren, fand ich relativ gut, auch so, dass äh, in, das, in das eine oder andere reingehört, ähm, von daher glaube ich so, äh, ist es letzten Endes das Beste, was man unter den Voraussetzungen machen kann, also äh, man hat trotzdem noch eine Menge davon mitgenommen. Ja, ähm, bin ich auch deiner Meinung, das ist oft schwierig, wenn man dann äh, über die Erfahrungen erzählt und äh, meistens sieht man ja das Publikum, das so mitgeht, ja, da ja. hat er recht, äh, ja. das ja. ist meine Erfahrung ja. auch und so, dann lachen die ein ja. bisschen so und als Speaker siehst du dann nicht, was da passiert, ob die jetzt alle da wegschlafen oder ob die voll ja. da gespannt sind. Ja. <laughs> ja, genau. Ja, das stimmt. Ähm, ja, äh, lass uns vielleicht mal kurz äh, in deinen ersten Vortrag kurz eintauchen: eine mhm. herausragende App. Mehr als nur Technologie, mhm. ähm, heißt der Titel. Und ja, es ist trotzdem immer noch harte Arbeit, sch äh, schreibst du oder sagst du. Ähm, Definitiv. Ja, die, die Entwicklung selber ist mittlerweile durch die, durch die Tools eigentlich recht einfach geworden für iOS und für Android. Aber es ist immer noch harte Arbeit. Warum eigentlich? Naja, also ich glaube, es ist letzten Endes wie bei, wie bei vielem. Wenn man ein gutes Produkt haben will, in dem Fall das Produkt-App, was man irgendwo haben will, ähm, das kommt halt nicht von alleine. Ja? Also man äh, sieht halt viele Dinge erst im Laufe dessen oder muss sich vielleicht dessen auch erst bewusst werden. Ja? Also klar, ich meine, sieht man App-Entwicklung oder das, was man so hat, ist so, ja, klar, ich muss die App programmieren, ich muss gucken, dass es aufs Gerät läuft, ich muss gucken, dass die UI gut ist und äh, alles, was da dran ist. Aber. Da stellt man sich dann halt vor, also, wie komme ich eigentlich dazu? Ne? Gerade wenn es sich, wenn es sich so darum geht, so User Experience, was ja beim UI anfängt, aber was auch so ein bisschen in die, in die anderen Ecken reingeht, äh, woran merke ich das eigentlich? Ne? Und dann halt so ein bisschen Research zu betreiben, zu sehen, okay, was sind eigentlich die Features, die wirklich gebraucht werden? Warum werden die wirklich gebraucht und wie schaffe ich es, das dem, dem Benutzer rüberzubringen, so als, als einer Teil. Und der zweite Teil, da schlägt da wieder mein, mein Entwicklerherz durch, ist so. Ähm, mal das, was man jetzt nicht unbedingt direkt an der App sieht, aber was so im Hintergrund passiert, wie habe ich eigentlich Spaß daran, das Ganze zu tun? Ja, also ich will ja letzten Endes im, im Team, was ich bin oder als, als, als Teil dessen, ich auftrete, ähm, nicht jeden Morgen zur Arbeit gehen und sagen, so, ach so, liebe Zeit, ist das wieder furchtbar hier und jetzt muss ich wieder an dem Ding arbeiten, sondern schon ja durchaus auch mit, mit, mit stolz geschwellter Brust hingehen und sagen, wir haben hier ein tolles Produkt und wir haben ein tolles Team, was dieses tolle Produkt dann auch liefern kann. Ja. Ja, wie ist so deine Erfahrung, haben dann die, sagen wir mal, die Kunden oder die Auftraggeber schon immer so eine Vorstellung, kommen da zu dir und sagen, also das muss genau so und so funktionieren, so haben wir das uns vorgestellt, von vorne bis hinten so durchgeplant schon, so fast so Wasserfallmodell, ja, ja. perfekte Spezifikation oder ist so deine Erfahrung eher, dass du sagst, muss das eigentlich erst mit den Anwendern oft ausarbeiten, wie das eigentlich funktionieren soll, dieser ganze Workflow? Ja, ja. Ja. Also, es findet, sich, es findet sich eigentlich das gesamte Spektrum. Ja, man, man hat so Teile oder Teilfeatures, vielleicht, die schon vom Kunden komplett durchdacht sind, wo man eigentlich nur sagen muss, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht und man muss es nur noch in Anführungszeichen umsetzen. Also, es gibt auch das andere Spektrum, wo eher so eine grobe Idee im Raum steht und man dann überlegen muss, okay, was kommt dabei eigentlich raus. Praktisch ist es dann wirklich meistens so der Mittelweg. Ja, man hat so eine relativ gute Vorstellung. Oder man bekommt eine relativ gute Vorstellung mit und kann aber dann noch so ein bisschen links und rechts die Feinheiten ausarbeiten. Auch durchaus an so Punkten, wo man vielleicht auf den ersten Blick als derjenige, der sich das Feature überlegt, gar nicht dran dran denkt. Also, so ein das Paradebeispiel, was ich bei, bei sowas gerne bringe, ist, als wir damals die erste Integration für die Apple Watch gebracht haben. Ähm, das Feature war relativ gut durchdacht und es passte alles und es sah auch gut aus. Es lief auf, es lief auf dem Emulator, es lief irgendwann auch auf der, auf der Uhr, die wir selber hatten. Aber dann das wirklich mal selbst zu tun und selbst damit an den Flughafen zu gehen und selbst damit durchzulaufen. Wo man dann gemerkt hat, okay, da gibt es wirklich einen Bruch in der User Experience, weil der typische Vielflieger halt einfach durchgeht. Der hat dann die App auf seinem Handy, der läuft, nimmt das Handy in die linke Hand, hält es unter den Scanner und läuft durch. Das ist eine durchgehende Bewegung. So. Mhm. Bei der Apple Watch war es aber nicht so, weil er musste halt anhalten. Er hatte beide Hände voll. In der linken Hand hat er sein Handy oder die Watch in der rechten Hand hat er seinen Koffer gehabt. Und er musste jetzt anhalten, weil er die rechte Hand braucht, um auf die Watch drauf zu klicken. Und das war halt so ein Bruch in der User Experience, den mhm. man. In, in der Planung überhaupt nicht gesehen hatte, weil ich meine, ja. ich habe das Feature, das kommt auf die Uhr und da merkt man dann so die letzten Details, die noch mit dabei sind, wo man es halt wirklich mal machen muss und erleben muss und sich dann überlegt, ah, okay, und was tue ich jetzt, um das halt noch so dem das letzte Quäntchen zu geben und zu perfektionieren? Ja, verstehe. Ähm, was würdest du so empfehlen, äh, wie man so von der Technologieauswahl vorgehen sollte. Du sagst ja, ja, Entwickler sollen ja auch Spaß dabei haben. Und mhm. Äh, mhm. klar, das ist für uns natürlich wichtig. Und alle Entwickler haben ja irgendwie ihre Favorites. Der eine entwickelt vielleicht lieber ähm, native Apps, der andere mhm. steht vielleicht eher so auf Web-Apps und dann gibt es mhm. verschiedene Frameworks, die man benutzen kann. Was würdest du da empfehlen, dass man dann ähm, eher von so von einem von oben herab so äh, entscheidet, äh, welche welche Technologie setzen wir ein, weil wir das so haben wollen? Oder soll man die Entwickler da äh, wirklich mitsprechen lassen? Äh, wie, wie kann man das dann handeln, wenn plötzlich jeder eine ja. andere Meinung hat? Und äh, mhm. weil irgendwie muss man das ja dann unter den Hut bekommen und muss ja entscheiden, genau. was man jetzt ja. nimmt. Ja. ja, also es ist, eigentlich eine Mischung aus, aus verschiedenen Komponenten. Es gibt nicht so den, den Weg, den man dabei geht. Ich meine, auf der einen Seite spielen ja auch solche Dinge rein, was habe ich eigentlich für ein Entwicklungsteam? Also, wer, wer kennt welche Technologien schon, wer ist schon äh, lange mit äh, Webentwicklung beschäftigt, wer ist schon lange mit nativer Ent Entwicklung beschäftigt und was sind so meine, meine Rahmenbedingungen, die ich habe? Also, wenn, nehmen wir mal an, wir haben einen Satz an super ähm, erfahrenen nativen Entwicklern, die so, ja, Webentwicklung jetzt noch nicht so tief gemacht haben. Und wir haben aber einen relativ, eine relativ tighte Deadline, relativ Risiken dabei, ähm, weil es passiert. Auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, auch die Leute hat, die sehr experimentierfreudig sind, wo man sagen kann, okay, man fängt mal mit einer kleinen Umsetzung an, macht so eine Art Prototyp, MVP, wie immer man es nennen will, um so ein bisschen zu verproben, passt das Ganze eigentlich? Ne? So, also wir haben uns ja, also wir haben uns vorgestellt, so soll das funktionieren, das ist das, was wir tun wollen, ähm, sind uns, uns aber noch nicht ganz sicher, dann halt die Unsicherheit versuchen, schnellstmöglich, so, so früh wie möglich rauszunehmen, dass man halt merkt, so, okay, wir wollen. Framework X verwenden oder Technologie X verwenden, klappt das eigentlich? Und wenn man dann merkt so, ja gut, es funktioniert, dann kann man ja ohne Probleme damit weiterlaufen, aber wenn man früh merkt, aus welchen Gründen auch, auch immer, es passt nicht oder es fühlt sich nicht gut an, solange man das früh macht, hat man auch früh noch die Möglichkeit gegenzusteuern. Also da ist es so, so, so meinst, so früh wie möglich Unsicherheit rausnehmen. Ja. Äh, vielleicht doch nochmal kurz auf die Technologie, äh, was, was siehst du so in der Praxis, äh, wo geht so eher die Richtung hin? Äh, werden heute jetzt mehr Android-Apps äh, entwickelt oder ist der Anteil iOS-Apps äh, höher? Ähm, geht es mehr Richtung Web-Apps oder bleibt es bei Nativen? Wie, wie siehst du das? Boah, das ist so ein bisschen... Der Blick in die Glaskugel, ne? ja. so äh, Vorhersagen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, wie, ich glaube, es deiner... ist durchaus, also der, es gibt, genau, genau, also es, es gibt eigentlich alles. Also, so die, die ich glaube, der, der Favorite iOS oder Android gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, da werden wir uns lange noch darauf einstellen müssen, dass beide Plattformen nebeneinander existieren und dementsprechend auch ähm, ja, die großen Apps auf beiden Plattformen laufen müssen. Das ist definitiv so. Ähm, dann gibt es ja so den, den, den Trend, ich kriege den eher so am, am Rande mit, okay, wir haben so, ob das ein Flutter ist oder irgendwelche anderen äh, Frameworks, die versprechen äh, einmal zu ent entwickeln und dann auf iOS und auf Android zu deployen. Zumindest, was ich sehe, ist das so, ja, für so die ganz einfache App und für den ganz einfachen Use-Case funktioniert das relativ gut. Ähm, aber sobald man dann wirklich tief reingeht und sehr speziell wird und auch sehr spezielle Features hat, ist so meine Erfahrung da. Fallen die Versprechungen relativ schnell nicht komplett auseinander, aber da wird es halt dünn. Dann sieht man halt doch so, okay, es ist halt nicht so 100% iOS und es ist nicht 100% Android. Solange man sagt so, okay, da kann ich mit, mit leben, alles gut. Aber ich glaube, wenn man wirklich so noch das letzte Quäntchen an User Experience aus der App rausholt, dann wird es, glaube ich, noch auch auf absehbare Zeit bei nativen Funktionalitäten bleiben. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass. Ähm wenn ich so eine so eine App jetzt baue, die über den Apps über die App Stores funktionieren soll, so consumer apps dass man da wahrscheinlich ähm, näher an der Plattform sein muss. Äh, die Industrie wird wahrscheinlich, wenn es so um eine Industrie-App geht, wird es vielleicht dann nicht so eine ganz große Rolle spielen, dass es sich genauso jetzt anfühlt wie eine iOS-Anwendung. Siehst du das auch so oder sagst du nee? Also auch selbst äh, jetzt so ähm, Entwicklungsprojekte aus der Industrie äh, legen da sehr viel Wert drauf, dass das wirklich Plattformspezifisch sehr gut funktioniert. Ich glaube auch, dass, dass das kommt auch wieder auf den Anwendungsfall an. Es gibt sicherlich so das, wo man sagt so, ja, das ist ja nur eine App, die nur meine Mitarbeiter brauchen und dementsprechend muss ich da nicht ganz so, ein, so einen Fokus drauf legen. Ähm, ja, auf der anderen Seite glaube ich merken auch da, also der der eine oder andere, okay. Das sieht zwar so aus, dass es nur in Anführungszeichen intern verwendet wird, aber auch da will ich ja Qualität haben. Das heißt, auch wenn ich wirklich interne Use Cases habe, will ich ja, dass meine Leute damit performant arbeiten können, dass die damit gut arbeiten können, weil jeder, jedes bisschen an Overhead, was ich da noch so rausnehmen kann, wenn die Leute wirklich schneller damit sind, weil sie halt direkt sehen, wie das funktioniert, weil es wirklich eine, eine gute User Experience ist, ist habe ich da auch was. Also nur weil mein Kunde intern sitzt, muss ich nicht zwangsläufig hingehen und da weniger Energie reinstecken, um ihm eine gute User-Experience und ein gutes Produkt zu bieten. Ja. Und ich glaube, das, also ich glaube, das kommt so langsam. Ich kenne das auch noch so aus aus vergangenen Zeiten, wo gerade, also interne Tools sind ja immer die, die am schlechtesten aussehen. Ob das Apps sind, ob das Webanwendungen sind. Ja. Da guckt man drauf und denkt so, ach du liebe Zeit. So, aber ich glaube, auch, auch da tut sich so ein bisschen was. Auch da will man ein bisschen äh, besser werden. Es geht in deinem Talk auch ein bisschen darum, was sollte man vermeiden? Das würde mich vielleicht noch interessieren, gibt es da irgendwie so, so Klassiker, wo du sagst, wenn dir wenn ihr das so und so angeht, gibt es immer Probleme. Was sollte man vermeiden im Entwicklungsprozess? Ja, also wirklich so, die, ein, ein großer Punkt ist halt abgekoppelt sein vom tatsächlichen Use Case. Ja, also wenn das Entwicklungsteam da sitzt und sagt, ich setze nur Features um, egal was, gib mir das Feature und ich setze es dir um und ich implementiere es dir in die App. Weil dann ähm, passieren halt so solche Dinge, was ich vorhin gesagt habe mit der, mit der Apple Watch, wenn man es halt nicht wirklich verwendet und nicht wirklich davon überzeugt ist, was tue ich damit eigentlich, ähm, sind so ganz offensichtliche Dinge, die einfach viel zu spät auffallen. Und wenn ich selber wirklich überzeugt bin von dem Produkt, was ich habe und wenn ich selber auch weiß, wie setze ich so ein Produkt eigentlich ein oder wie setzt mein Benutzer das Produkt ein, idealerweise bin ich halt auch Benutzer davon, ähm, dann kann ich halt schon relativ früh, wenn ich direkt während der Entwicklung irgendwie merke, das funktioniert nicht nicht ganz so wie gedacht, dann ist da der schnellste und einfache Weg, den Fix zu finden. Wenn ich dann noch 25 Korrekturschleifen drehen muss. Ich habe ein Feature und das wird ausgerollt, dann wird es vielleicht erst getestet und irgendwann landet es dann beim Benutzer. Der wiederum gibt dann Feedback, das läuft wieder durch die Kanäle ein. Dann habe ich einen ungeheuren Zeitraum zwischen Ich weiß eigentlich, was ich ändern muss und ich kann es ändern den ich ja eigentlich nicht haben will, sondern ich will ja wirklich so früh wie möglich das Feedback haben, da kann auch was optimiert werden und das dann direkt umsetzen. Also das ist eher was dabei, wo, wo ich wirklich sage, also Microsoft hat früher immer, immer gesagt, so das eigene Hundefutter essen, ne, eating your own dog food. Und das ist einer der, der Punkte, wo ich wirklich sage, wenn man das tut, dann hat man deutlich weniger Stress mit diesen ganzen Feedback-Zyklen, die später aufkommen. Was mich jetzt noch interessieren würde... Ähm wie ist es so äh, mit den, mit den äh, App-Entwicklern heute? Ähm, sind das ähm, die, die die UIs dann bauen und äh, entwickeln oder entwerfen, die gleichen, die es dann hacken? Oder ist das äh, mittlerweile so, dass man da auch sagt, na ja, also die, die, die Planung dieser UIs und äh, der Workflow wird eigentlich eher so von Designern gemacht? Und äh, umgesetzt wird es dann von den Codern. Mhm. Früher kannte man das ja so, dass äh, die guten Java-Entwickler, ja. die haben sich jetzt weniger für das Design interessiert. Und ja, da kamen ja, dann ja. oftmals nicht so ja. tolle äh, Oberflächen ja, raus. Ja. Ähm, wie ist das aktuell so in der App-Entwicklung? Also ich sehe das eigentlich so, dass es wirklich, dass es beide braucht. Also es braucht sowohl den, ich sage mal, sehr techniklastigen Entwickler und den sehr, ja, wie will man sagen, kundenlastigen UI-lastigen UI-Designer, UX-Designer, wie immer man es haben will. Aber ich glaube, der Unterschied im Vergleich zu, zu etlichen Jahren vorher ist, dass ich viel mehr Überschneidung habe. Ja, also es gibt einen großen Bereich, den beide abdecken, ähm, wo auch beide dieselbe Sprache sprechen, ja, wo, wo ähm, ein guter UI- oder UX-Designer mit einem Ent Entwickler sehr nah zusammen ist und die sehr und die eigentlich beide das Skillset haben und wissen, was muss ich hier tun, um eine perfekte User Experience zu haben. Der Entwickler vielleicht schon mehr mit einem technischen Fokus, ja, auch zu so sagen, so lässt sich das Ganze tun, wie lässt sich das das Ganze tun? Die Optionen gibt es. Wir können das vielleicht nicht äh, als Checkbox machen, weil XYZ, aber lass uns einen Dropdown nehmen, zum Beispiel. Der UX-Mensch, vielleicht wirklich eher von der von der Seite so, ja, okay, aber. Für die perfekte Experience wäre das so besser, weil der Flow vom Benutzer ist dieser und, und jener, aber dass schon beide sehr weit auch in das Feld des anderen, ich will nicht sagen eindringen, aber das verstehen und dadurch letzten Endes ähm, das Produkt auch, auch passt. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen der, der Weg, wie es jetzt gerade läuft, halt so ein bisschen weniger von diesen Silos und Inseln hin, ich bin der perfekte Coder und ich bin der perfekte UX-Designer, sondern schon mehr Überschneidungen, um zu sehen okay, äh, Was ist das größere Bild, was ich hier gerade vor mir habe? Ja, interessant. Was ich so beobachte, ist, äh, das wäre so meine letzte Frage vielleicht dazu, zu dieser App-Thematik, -th ähm, dass, äh, dass es so eine, so eine Trennung so richtig gibt, so zwischen den Backend-Entwicklern, die jetzt mhm. in, äh, in Java die die Backend-Lösungen entwickeln und App-Entwickler und das sieht man dann auch auf den Konferenzen. Das sieht man jetzt auch beispielsweise auf der JCon. Wir haben auch eine Umfrage gemacht. Mhm. Wer interessiert sich für App-Entwicklung? Mhm. Wollt ihr mehr Android-Themen, mhm. weil Android ist Java, Kotlin, das können wir ja, ja alles entwickeln. Ja. Ja. Aber da kommt dann gar nicht so viel Interesse. Ähm, ja, sind das ganz andere Entwickler, die jetzt Apps bauen und die die Backend-Lösungen schreiben? Und warum ist das so? Ich, also, ja, auf der einen Seite, also ich glaube, das ist halt auch ein bisschen historisch gewachsen. Ne? Das ist so der, der, der typische Java-Backend-Entwickler, ist halt so, den packt man in die eine Schublade. Der äh, UI-Entwickler oder der, der native Ent Entwickler kommt aus der anderen Schublade. Ich glaube, die, die kommen halt aus, aus unterschiedlichen Ecken, ja? ähm, nutzen beide die gleiche Technologie oder den, den, den gleichen Technologie-Stack, Java-Kotlin in dem Bereich. Ähm, ich glaube, so langsam, also zumindest sehe ich da so wirklich ein paar Annäherungen mit dabei. Aber ich glaube, gerade weil die halt aus eigentlich unterschiedlichen Ecken kommen, ist es noch relativ wenig. Von der Umsetzung her ist es aber so ein bisschen wie, was wir vorhin hatten, mit nativer Entwicklung und, und UI. Ich glaube, auch da sehe ich zumindest dass das so die. Die Backend-Entwickler auch so ein bisschen mehr Richtung Frontend laufen, ja, wenn man es so als als, als Full-Stack-Developer betiteln will. Ja. Also auch da ist es halt wichtiger zu sehen: Okay, ich schmeiß dir nicht einfach ein JSON-API oder ein XML-API rüber und du kannst da Daten vom, von dem Endpunkt kriegen, sondern auch da halt zu wissen: Okay, was für Daten werden eigentlich von gebraucht und warum werden die so gebraucht und was bedeutet das für mich hinten dran? Muss ich die anders liefern? Muss ich sie häufiger liefern? Weniger liefern und so weiter? Ähm, glaube, da ist noch ein Stück des Weges, kann man noch gehen. Da ist noch sicherlich äh, Verbesserungspotenzial, aber es kommt so langsam, glaube ich. Okay, ja, wir wollen ja auch nicht alles verraten, was in deiner Session <laughs> behandelt wird. Genau. Sonst, ähm, lass uns noch mal kurz durch die Galaxie fliegen. Ähm, ja, schöner, schöner Titel. Beanhalte durch die Entwickler Galaxis. Äh, Der Weg zum erfolgreichen Softwareprojekt. Ähm, Gibt es da Überraschungen? Ich meine, seit dem Wasserfallmodell sollte doch eigentlich alles <laughs> klar sein, oder? Oder wie, wie läuft das momentan in der Praxis? Also ich glaube, es gibt, es gibt extrem viele Überraschungen, ja. Und das ist, das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Also ich, ich finde den Vergleich halt relativ schön, weil so als, als Entwickler und vielleicht hat man manchmal die naive ähm, Meinung und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, ist so, okay, wir wollen ja einfach nur das beste Produkt haben, ja, so auf der auf dem auf dem Reisebild, wir wollen ja einfach nur von A nach B. So, ähm, und vergessen aber, wer halt noch da ist. Ja, also die Galaxie besteht halt nicht nur aus uns und unserem Ziel und unserer, unserer Quelle, sondern halt ganz viel, was zwischendrin ist. Ja, ob man dann die, äh, die großen Gravitationsfelder hat, die einen von der, von der, äh, vom Weg ablenken äh, oder die, die, ich weiß nicht, was noch alles. Und von daher finde ich den, den Vergleich relativ schön. Und das ist so, äh, ja, als Entwickler sind wir erstmal Technik. Fokussiert. Ich meine, das ist halt letzten Endes das, das, was wir tun wollen, aber es gibt halt so am Wegesrand noch unheimlich viel. ja, Und das ist so die, die größten Punkte, äh, wo ich halt auch gemerkt habe, das sind halt die Menschen, die mit uns fahren, die mit uns fliegen. So, die Technik ist relativ klar. Der PC oder mein Rechner, der macht genau das, was ich ihm sage. Manchmal leider auch nur genau das, was ich ihm, ihm sage, aber. Mit Menschen funktioniert das anders. So und da halt äh, ein bisschen zu sehen, okay, wie tickt der eine äh, oder mir wirklich bewusst zu machen, was sind eigentlich meine Mitreisenden, die ich habe? Was sind die Menschen, die mit mir im Projekt zusammenarbeiten? Wie ticken die? Warum ticken sie so? Wie sie ticken ist sicherlich einer der der also für mich ist es immer noch ein Augenöffner teilweise zu sehen, okay, warum funktioniert funktioniert das nicht so? Ach so, weil dieses und jenes und der hier ist und sie da ist und so weiter da gibt es dann auch wirklich Leute, wie du in, äh, in der Session-Beschreibung schreibst, die einen Stein in den Weg legen und die Weg Ja, genau. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Also ähm, ich, ich glaube, jeder, der mal gerade in einem etwas größeren Projekt zu tun gehabt hat, weiß das. Es, ist, ähm, es will nicht jeder unbedingt, dass das Projekt genauso erfolgreich hat. So, es gibt Leute, die halt bewusst wollen, dass das Projekt scheitert. Und da gibt es die verschiedensten Gründe, weil sie irgendwie sagen wollen, ich habe es ja immer schon gesagt, das kann nicht funktionieren. Oder weil sie eine persönliche Agenda haben, die vielleicht woanders hinläuft, oder vielleicht wollen sie auch einfach ähm, gar nicht, dass es, dass es scheitert, sondern dass es eine, eine super Visibility im Unternehmen kriegt und vielleicht noch besser dargestellt wird, als es ohnehin ist, und daher die, die Leute ein bisschen treiben. Äh, also, da gibt es ja die, die verschiedensten Charaktere und die verschiedensten Gründe, äh, warum sowas passieren kann. Ja, und da geht es halt auch darum, da ein bisschen mit offenen Augen eigentlich durch die Welt zu laufen und zu sehen, so, okay, da ist halt einer, der mir gerade den Wegweiser umdrehen will. So, okay, erstens, äh, okay, ich weiß, da muss ich dann doch nicht hin, sondern ich muss doch da hin, aber auch zu verstehen, so, warum tut er das? Und wenn ich jetzt weg bin und morgen früh wiederkomme, wird er das nochmal probieren und da das, das, das Verständnis reinzubringen. Gehst du dann auch ein bisschen darauf ein, wie man äh, wie man dann so Leute äh, so drehen kann, dass sie dann? ja, kooperieren und äh, mit uns zusammenarbeiten, um das Ziel zu erreichen, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung bei sowas dann. Es ist, die größte hängt immer ein bisschen davon ab, aber es ist definitiv eine, eine sehr große Herausforderung, also ganz, ganz klar. Ähm, ja, der erste Punkt ist halt wirklich, das zu erkennen äh, und der zweite Punkt, genau was du sagst, den, also wie schaffe ich es dann doch, die davon zu überzeugen, dass wir doch vielleicht zu meinem Ziel fahren oder einen guten Kompromiss finden, ja, dass man irgendwo sagt, so, okay, ich, ich verstehe deine Sicht der Dinge, hier ist meine Sicht der, der Dinge, was können wir denn tun, um vielleicht trotzdem für uns beide jetzt noch das Beste dabei rauszuholen? Äh, einfach ist es sicherlich nicht, definitiv. Also da gibt es gibt's auch kein so Universalrezept für, wo man sagen kann, äh, okay, du machst immer genau das und dann kommt immer diesesjenige dabei, dabei raus. Ähm, aber ich glaube, das ist genauso wie mit... Einem neuen technischen Framework oder mit irgendwelchen technischen Skills. Das muss man auch ein paar Mal gemacht haben. Das muss man auch mal lernen und da durchgehen und dann wird man auch bei solchen Dingen besser. Denkst du, dass das jeder lernen kann? Also ist das so, würdest du empfehlen, dass die Entwickler das lernen sollen, gegenseitig äh, diese Probleme zu lösen? Oder sagst du, es ist hier vielleicht sinnvoller, so eine Art Coach mitzuhaben oder so ein, so ein Berater, der da moderierend? Äh, in dem Team tätig ist, um, um so Probleme überhaupt zu erkennen und um das dann zu managen, um sowas überhaupt lösen zu können. Ja. Kommt dann wieder ein bisschen auch aufs, aufs Team Setup. Also klar ist es immer schön und einfach, das quasi aus dem Team selbst heraus zu tun, wenn, wenn alle bereit sind, das auch so zu tun und alle in der, in der Lage sind, das zu tun. Das ist eigentlich, wenn wo ich sagen würde, wenn es geht, sollte man das logischerweise tun. Ja, also es gibt nichts Besseres als wirklich aus dem Team heraus das Ganze zu tun. Wenn man aber wirklich merkt, ich habe eine Situation, die jetzt so festgefahren ist und wo ich merke, dass das geht nicht, ich meine, klar, kann es dann sein oder kann es gut sein, so einen, so einen Coach dabei zu haben, der, der einem dabei hilft. Ich meine, Scrum hat das ja, wenn man das mal als, als Beispiel nimmt, mit dem Scrum Master ja eigentlich als, als Rolle definiert. Ja, das ist ja eine oder wenn ich die Aufgabe zu sagen so, okay, das Scrum Master soll halt sicherstellen, dass Probleme, die auftreten, irgendwie gelöst werden. Ja, ob das jetzt Produktprobleme sind, ob das technische Probleme sind, aber es könnten ja wirklich auch Probleme innerhalb des, des Teams sein. Also von daher kann es mhm. schon durchaus sinnvoll sein, so jemanden zu haben, der sich explizit darum kümmert. Ich glaube aber, das befreit mich als Entwickler nicht davon, trotzdem mhm. auch selber meinen Beitrag zu leisten. Also ich kann nicht einfach sagen, so, oh, ich mache nur Technik und alle, alles andere macht jemand anders. Also so soll es dann auch nicht sein. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu so weit führt, aber äh, gerade das mit, du hast Scrum jetzt angesprochen und äh, ich treffe ja ziemlich viele Leute, die sagen, ja, also, so, wir machen auch Scrum, aber so richtig Scrum ja nicht. Äh, wir nehmen uns das selber raus, was für uns gut mhm. ist und äh, wir haben praktisch, so also fast so wie Religion, wir haben unsere eigene Glaubensrichtung ja, ja. Äh, entwickelt. Ja, ja, ja. Äh, ist das gängige Praxis? Ist das okay so oder sagst du... Also wenn man das macht, dann sollte man es auch wirklich so machen, wie es definiert ist. Ansonsten äh, ja, weicht man das auf vielen Stellen auf und es führt dann trotzdem nicht zum Ziel. Also ich bin, ich bin sehr äh, zwiegespalten, was so klassischen Scrum an, angeht. Ich glaube, es gibt Situationen, wo klassischer Scrum sehr gut funktioniert. Glaube persönlich, es sind weniger Situationen, als man das so gerne sieht. Also, es ist so, häufig kommt halt so, okay, wir machen jetzt Scrum hier und damit lösen sich alle unsere Pro Probleme von alleine auf. Das ist definitiv, glaube ich, nicht der Fall. So, ich glaube schon, jedes, jedes Team ist leicht anders. Ja, es ist auch so, jedes, jedes Raumschiff ist leicht anders be besetzt. Ich habe immer einen leicht anderen Mix an, an Leuten, die da mit dabei sind. Und ich glaube schon, das hat auch Auswirkungen darauf, wie mache ich mein Projekt, also wie, wie führe ich das, das Ganze aus. Ähm, bei einem sehr seniorigen Team, wo alle Leute das schon jahrelang machen, kann ich sicherlich andere Dinge machen und andere Dinge voraussetzen und ein anderes Projekt-Setup oder ein anderes Produkt-Setup haben, als mhm. wenn ich so ein gemischtes Team habe, wo sehr juniorige Leute sind und sehr seniorige Leute drin sind. Also ich bin da eher der, der, der Freund von wirklich zu gucken, was haben wir an. An Voraussetzungen, also was für Leute haben wir im Team, was für ein Produkt haben wir, was ist meine Timeline, wer bezahlt das, was für Möglichkeiten habe ich sowohl technologisch als auch organisatorisch und sich dann zu überlegen, okay, was klappt für uns jetzt relativ gut? Ne? So dieses Buffet-Scrum, wie es ja äh, häufig genannt wird, so, ne? Ich nehme mir die Dinger vom Buffet, die ich mag, und die anderen lasse ich liegen. Ähm, da ist ja prinzipiell erstmal nichts gegen einzuwenden. Also Technologien oder, oder Techniken zu sehen, die funktionieren, und sich das ein bisschen abzugucken. Schwierig wird es halt dann, wenn man sagt, so, wir machen Scrum, aber ich mache nur eins und zwei und drei nicht, weil das gefällt mir nicht, dann bricht natürlich so das, das Konzept auseinander. Wie man es dann nennt, ist wieder ganz was anderes. Aber äh, ja. Das zu tun, wo man selber merkt, das funktioniert und das funktioniert nicht. Das bedeutet natürlich, dass ich ein bisschen Aufwand habe. Also, ich muss ja eigentlich immer wieder auch auf mein Team drauf gucken und mir wirklich bewusst machen: hey, was bei uns funktioniert gut und was bei uns funktioniert nicht gut? Und warum funktioniert das eine gut und warum funktioniert das andere nicht gut? Und wo muss man vielleicht ein bisschen gegensteuern? Also, egal, was man jetzt für eine Methodik verwendet, das ist, glaube ich, nie ein Selbstläufer. Man muss da immer drauf gucken und bewusst analysieren: okay, was tun wir ja eigentlich, warum tun wir das und was wollen wir vielleicht ein bisschen besser machen? Was man ja auch jetzt immer häufiger sieht, ist ja auch, dass eigentlich sehr traditionelle Unternehmen von Agilität hören und mhm. die Vorteile ja zumindest davon erfahren und sagen, ja, wir wollen das jetzt auch, weil es scheint gut zu funktionieren und das dann anordnen. Ja. Äh, kriegst du das auch so in der Praxis mit? Und wie funktioniert sowas? Oder äh, was kann man da sollte man vermeiden, äh, wenn ich, man so ich, denkt? Ähm, ich habe es schon mit, mitbekommen. Aktuell äh, bei uns geht es ja nicht, wir sind eine relativ kleine Firma, ein relativ kleines Team. Dementsprechend klappt das alles gut von uns aus. Also wir, wir brauchen das auch nicht von irgendwo jemand äh, verordnet zu bekommen. Ich kenne diese Beispiele aber auch aus der, aus der Vergangenheit, wo es dann wirklich heißt, so so, und jetzt sind wir. Agil, das ist ja alles wunderbar. Vielleicht kriegen sie dann noch eine zweiwöchige Schulung und danach ist äh, Feuer frei. Ähm, natürlich ist das nicht die, äh, das, der Halsbringer. So, das wissen wir, glaube ich, alle. In dem Moment, wo ich verordnet bekomme von oben, so du bist jetzt ag agil und jetzt funktioniert alles. Ähm, naja, das ist halt auch größer, als man sich das vorstellt. Ja, also es ist. Agilität heißt halt nicht nur, okay, ich mache jetzt zwei Wochen Sprints und danach zeige ich Dinge und danach mache ich das nächste Feature, sondern es bedeutet halt auch so Dinge wie, ähm, okay, ich gehe halt bewusst oder, oder ich mache mir bewusst, dass bestimmte Dinge äh, nicht funktionieren werden oder dass ich herausfinden werde, ich habe zwei Wochen äh, erstmal gefühlt gearbeitet und es ist aber nichts dabei rausgekommen, weil ich habe kein, kein neues Produkt oder kein neues Feature oder irgendwas. Aber ich habe vielleicht die große Erkenntnis gewonnen, Ah, wir haben gedacht, wir brauchen Feature A, brauchen wir aber gar nicht. Wir brauchen eigentlich Feature B oder irgendwas anderes. In dem Sinne, das nicht als Scheitern zu sehen, sondern eigentlich als ja, Deliverable der anderen Art. Ich habe halt kein Deliverable, was sich in, in Code manifestiert und in Software manifestiert, sondern ich habe ein Deliverable in Wissen, was will mein Kunde vielleicht oder was will der Benutzer haben oder was müssen wir intern tun, um unsere Tool-Landschaft zu verändern. Und ich glaube, solange das, also das ist halt ein Teil, der glaube ich auch an, ankommen muss. Ja, also agil zu sein heißt ja nicht einfach, äh, ich habe genau die, 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 die gleichen Rahmenbedingungen, wie ich sie vorher habe und nur meine kleine Box intern darf jetzt anders arbeiten. Das kann auf bestimmten Bereichen sicherlich schon Fortschritte bringen. Also wenn so ein wenn ein Teilteam das Ganze tun kann, kann das sicherlich schon, schon für das Teilteam besser sein. Aber man muss sich dann davon verabschieden, dass das dann die riesen Auswirkungen aufs ganze Unternehmen hat, was damit passiert. Also äh, da gehört schon mehr zu, als auf eine zwei Wochen Schulung zu gehen und hinterher zu sagen, so, und jetzt sind wir agil und zwar überall. Ja, okay. Ähm, Christian, ich denke, alles Weitere erfahren wir in deiner Session. Ich hoffe, ne? Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Sehr gerne. Danke, dass du bei der JCon dabei warst. Äh, wer jetzt mehr über, erfahren möchte äh, über äh, perfekte App-Entwicklung und... Äh, ja, wie man am besten durch die Galaxie kommt als Entwickler und hoffentlich nicht in ein schwarzes Loch dann <laughs> gerät. Der sollte sich die Videos angucken, die sind jetzt online. Und ja, wenn euch unser Video gefallen hat, dann wie immer bitte abonniert unseren Channel. Danke für eure Zeit und bis bald. Ciao. Tschüss, Tschüss. Christian. Danke. Ciao.